Stell dir vor, eine SMS ändert alles. Hallo Jungs, Waldi ist heute während eines Hallenturniers gestorben. Ich gehe ins Vereinsheim, wem danach ist, der kann ja auch kommen. Der Kapitän Olli schickte diese Nachricht an alle 25 Spieler der Mannschaft der dritten Herren des TuS Berne. Was war passiert? Waldi, der Jörg Weidenbecher heißt, wurde mit 43 Jahren auf dem Platz plötzlich übel und es tat die Brust weh. Er spielte an diesem Todestag für eine andere Mannschaft. Er half aus, weil das seine Art war. Er liebte das Toreschießen und schon nach dem ersten Spiel setzte er aus, ließ sich schließlich auswechseln und klappte auf der Ersatzbank zusammen. Er hinterließ zwei Kinder, 9 und 15 Jahre alt. Und plötzlich fehlt jemand. Um diese Lücke zu schließen, rücken alle näher zusammen. Der Verein, die Mannschaft, Freunde und Bekannte, ob groß oder klein. Zum wiederholten Male fand der Waldi Cup im Bernabeu statt. Ihm zu Ehren, unsere Nummer 9, fand ein Spiel zwischen den Berner Legenden und der alten Herrenmannschaft statt. Das Ergebnis ist egal, es wird rumgealbert, gelacht, getrunken und an Waldi gedacht. Die Berner Banditen unterstützen am Rande und machen dieses Fest zu etwas ganz Besonderem. Denn so jung kommen alle nicht wieder zusammen. Beide Töchter sind anwesend und überreichen den Siegerpokal. Und das war noch nicht alles. Denn was besonders viele Emotionen ausgelöst hat, war, dass man Waldis alten Knobelbecher im Vereinsheim gefunden hatte. Was sind alle die Trophäen wert, ohne Freunde, ohne Mannschaft, ohne den Verein? Was ist wirklich wichtig? Die Summe all jener Niederlagen, Siege, Tränen, Streitereien, mal laut, mal leise, macht uns zu dem, was wir heute sind. Eine Mannschaft. Wir laufen nicht, wir gehen. Wir sind über 40 alle. Minimum, ne? Und Minimum. Jascha, vergiss die Ball nicht. So, Berger, blau ist hier drüben. Jungs, wir starten, wir gehen. Jawohl. Und da ist der Ball. Jawohl. Hauptsache, der Ball weiß das auch. Und Jungs, wir gucken erst zur Haupttribüne, bitte. Ja. Oh, 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 Ausschreitung. Oh, mein Gott. Sonderspielbericht, ne? Ausschreitung. Ja, ja. Blau-Weiß. Mann auf beiden Seiten, weißt du? Also kein. Und die spielen wahrscheinlich alle gleichzeitig. Kein Abklatschen. So, das dauert zu lange, oder? Ja. Wir gehen an den gleich. Ja, vorbei. Alles klar. Aber dann. Ja. Aber erstmal sagen wir uns guten Tag. Genau. Wir kommen ja gleich mal vorbei. Dann machen wir auch. Okay, genau.
könnt ihr loslegen. Also, blau grüßt einmal, genau, durch, jawohl. Klasse, Jungs. Schön, dass ihr da seid. Jungs, moin. Hey, großer. Ja, wir sind auch alle gut gelaunt hier, klasse, Jungs. Schönes Ding. Moin. Da kriegen wir gleich einen steifen Arm, du, vom Grüßen. Ja. Moin, hey. Und Michi, mein Junge. Hey, großer. Moin. Hey, Digi, moin. Hey. Und Schunker. Jawohl. Gut, hey. Trotzdem liegen mein Gehen, tut mir leid. Ja. Hey, jawohl. Und da, auch nochmal, komm hier, Rainer. Immer wach. Jawohl. Auch nochmal. Moin. Und Jungs, Tempo, komm, zieh durch. Auch hier. Die Schiri ist auch einmal grüßen. Das hat er verlernt. Tut mir leid. Jungs, einmal durch hier. Dem Schiri auch einmal Hallo sagen. Ne? Ich bin ganz verwirrt. Dankeschön. Einmal durchziehen, ja, klasse. Damit wir auch mal die Gesichter alle einzeln sehen. Jawohl. Danke. Und Jungs, Ohrringe, Piercing, Intimpiercing, alles abnehmen vorher. Habt ihr, ne? Danke. Jawohl. Ja. Und da die letzten Jungs auch nochmal. Jungs, hallo, persönlich, jawohl. Damit wir uns alle nochmal sehen. Die wichtigsten Leute. Moin, groß. Stark, großer. Jungs, klasse Jungs. Moin, ach da kommt noch mehr. Die Jüngeren, jawohl. So, die Kapitäne bitte, einmal Platzwahl. Ach so, ja. Ja, sorry. Schweige. Schweigeminute. Und zwar, wenn Schladdy jetzt gleich wieder im Kreis zurück ist, wollen wir dann noch mal an den gedenken, weswegen wir heute hier sind, nämlich an Waldi. Deswegen bitte ich jetzt alle noch mal hinhören und das Sabbeln einstellen. Auch die Mädchen, ich weiß, es ist schwer, aber bitte nicht mehr liegen jetzt. Noch mal ein Minütchen inne zu halten und an Waldi zu gedenken. So, wir warten noch auf den Torwart und dann geht's gleich los. Torwart, jawohl. Und los geht's. Gerne. Und orange. Fängt an, ja. Weiter, 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 mach weiter! Langsam. Kommt aber, steppt noch mal wieder. Und weiter geht es. Jawohl. Gut gesehen, Bernie. Oh. Ede, alles klar, mein Junge? Ist dich vertreten, ne, du? Willst du raus? Gehst du raus? Ja. Warte, bitte, warte. Einmal rein, einer rein bitte. Verletzt raus. Ja, ist schon drin. Super. Ja.
der Schnittebunkel. Dann! Komm! Und Einwurf Legenden. Weiter, weiter, das ist gut. Weiter. Brust, Brust, Brust! Weiter, komm! Klasse, Junge! Weiter, 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 weiter! Sieht gut aus. Und Abschluss. Streng ihn mal bitte an, dass er dich im Zentrum abschließt. Tauschen? Nee, spielen. Achso, ja. Warte, war doch gar nicht da. Lauf, Leute! Lauf! Leute! Und Eckball. Linksfuß, Holdi und Pauli. Stark, Junge. Weiter geht das. Fuß vor. Weiter, 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 ist sauber. Ja, warte bitte, bis er hochkommt. Alles klar, mein Junge? Super. Alles klar.
Weiter geht das. Und der Ball ist noch gut, ja. Weiter, 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 komm, Junge. Jawohl. Guter Ball. Stark, Junge. Guter Ball, Junge. Guter Ball. Ein schönes, glasklares Tor. 14. Die 8. Viertelstunde. Ja. 20 noch. Sag ich. Jawohl. Gerne.
Hab sie auf dem Ball! Und Eckball. Warte, warte bitte, warte. Warte, warte. Warte. Der Torwart ist noch nicht da. Den Wechsel kurz. Sonst macht er einen Fernschuss. Ja. Weiter. Und Abschluss. Weiter, weiter! Weiter, weiter, weiter. Ja, die Führung und der Sieg, ne? Ball, Ratze, Ball.
Klasse, Michi! Oh, ah, schade. Abseits? Weiter, mach weiter, mach weiter! Mach weiter! Und Eckball. Was ist los, Digga? Du musst doch Luft haben. Stark! Oh! Ach, siehst du. Hier, der Torwart wieder so in gehalten.
Oh. Weiter, 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 komm! Hast Zeit, hast Zeit, hast Zeit. Weiter, 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 komm! Weiter, 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 Vorteil, komm! Super Junge! Oh, stark. Und Eckball. Jawohl. Wir haben schon Durst jetzt, du. Weiter, weiter, weiter. Abseits, reingelaufen, jawohl. Bernie, super gesehen. Oh, ein guter Ball. Und da ist der Ausgleich. 29. Du. 29. Ausgleich. So. So, für alle Ü50-Spieler noch 5 Minuten. Oh, oh, oh. Da ist er schneller. Und 3-1. So, schönes Ding, wirklich schön gezackelt. Schönes Ding. Vier. Ja. 31.
So, Jungs, alle nochmal. 3 Minuten noch, komm. Blau. Genau. Du, den musst du festhalten. Der zickelt die Dinger rein, hast du gesehen? Ne? Mit Ansage sogar. Und Einwurf blau. Weiter, weiter. Ja. Schön, Junge. Aber links, aber links. Oh, stark. Weiter, weiter, bis am Ball, mach weiter. Schön. Oh, stark. Oh, Traumtor, Junge. So, da hat er es endlich geschafft. Zu roten Spieler. Das 2-2. Der war aber auch ganz gemein geschossen. Da kommt man auch nicht hin. Letzte läuft, Digga. Noch eine Minute. Jungs, letzte läuft, ne? Ist gleich Halbzeit. Letzte Minute, kommen alle nochmal. Rainer! 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 Rainer, komm doch bitte. Ich sage immer, er soll sich nicht mit den Zuschauern unterhalten, du. Komm hier. Ja, danke, Michi. Ich sag noch, unterhalte dich nicht mit den Zuschauern. 2, 4, 6, 8, 9. Einer noch. Komm noch einer rein. Komm noch einer rein. Ja. Genau. Ja, Jubel zählt nicht. Der ist nur zum Reden gerade. Es geht los, komm. Scheißegal, 12 gegen 13, 14 gegen.
fliegend. Ja? Kommt noch mit 10, ne? Ja, mit noch, ja. Aber, wie wir sehen, das Tor zählt. Schön. Michi, hast Zeit, Junge. Stark, Junge. Weiter. Abseits, wenn wir pfeifen. Stark, Michi! Noch ein Matze! Wechsel! Wechsel! Weiter, 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 weiter. Komm mal weiter. Weiter, weiter, komm. Thank you.
Hallo, das habe ich gehört. Ne? Sie Arschloch heißt das. Hast mich verstanden, ne? Ein Wurf, blau. Was machst du hier, Kopf? Ja, nicht rausziehen lassen. Hier, Witz. Ja, kommst du dir jetzt. Rechte Schulter, ich bin hinter dir, ich bin sicher. Auge kaum. Schöner Einwurf. Ja. Guter Ball, Junge. Und bring ihn. Stark, Junge. Abseits aufpassen. Schönes Ding. Ja, du hast recht. Du hast recht. Ja. Ja. Er Schulter hinten. Guter Ball, Junge. Und er lässt weiterlaufen. Ablegen, ablegen. Rückraum. Hast Zeit, mach ruhig. Zwei noch. Ich komm. Kurz, Pause. Getränkepause, nur für die Schiris. Die können nicht mehr. Wir können nicht mehr. Oh. Nur für die Schiris. Danke dir vielmals. Nur für die Schiris. Hallo, nur für die Schiris. Weil wir so gut waren. Jungs, es geht weiter mit Blau. Alle da? Jawohl. Mach Abstand bitte. Komm, du hast den Ball. Es geht weiter. Nur gucken, nicht anfassen. Genau. Klasse, Schiris sind versorgt. Guter Ball, Junge! Warte, warte. Und er hält ihn. Was ist das eigentlich? Oh, da hat er aber. Böses Foul! Ein böses. Ganz böse. Sei froh, dass ich da weggucke jetzt mit der Karte. Der Mbappé von Berne. Ja. Mbappé von Berne. Muss ich machen, du. Sonst hätte mich der VAR gerufen. Ne, spätestens. Das ist doch gar nicht mehr. Ne? Ja. Wo ist eigentlich? Ja. Köln ruft. Ich soll es mir noch mal angucken.
Ich gucke es mir an. Ganz klares Ding. Und wo ist er, der Schütze, der Foul? Dunkelgelb. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ja. So. Und Abschuss. Bernie, hat er sich zu früh bewegt? Nee, ne? Hat er sich zu früh bewegt? Nee, ne? Ja. Ja. Einmal wechseln, bitte. War Ecke? Nee, Abschuss. Achso, er war dran. Hier, er war dran. Ein Ehrenmann. Ja. Mach Ecke blau. Ja, aber er hat selber gesagt. Er hat zugegeben. Hallo, komm hier rein hier. Hallo. Abschuss. Abschuss. Jungs, der ist alkoholisiert da draußen, der konnte es nicht sehen. Weiter, komm! Das ist so schwül. Torwart, ne? Ja. Warte mal kurz. Habt die! Gib mal Eis! Burkhard! Wechseln wir sonst den Torwart nochmal. Ja, ne? Wie ist das passiert, du? Sag mal bitte. Den Ball zwischen Latte. Ach, Scheiße, da oben, ne? Genau. Ja. Oh, unglücklich. Er hat die Finger da an der Latte verletzt. Bernie, Pedi, machen wir nur eine Getränkepause? Oder doch nicht, ne? Getränkepause wollten wir machen, zweite Halbzeit, oder doch nicht? Das war, ne? Genau. Ja, das war ja nur für uns. Alles klar, dann geh hin. Mach mal. Ja, an der Latte eben, wo er den Ball klären wollte, ja. Torwart, du gibst ein Zeichen. Klasse. Weiter geht das, komm. Ja. Diggi. Oh, gute Klärung. Oh, Sahne. Gut.
Hennermann. Ja, das kann gefährlich sein da hinten. Stark, Junge! Oh. Weiter bis am Ball. Michi, Körper zum Ball. Hintermann. Sehr gut. Ja, Vorteil, komm! Weiter! Mach weiter! Torwart! Und Eckball. Schön. Guter Ball, Junge. Guter Ball. Sehr schön. Weiter. Einwurf zeigt er.
So, Jungs, 10 Minuten noch. Alle nochmal. Alle. 10 Minuten. 10 Minuten. Jawohl. Einwurf hat der Assistent. Weiter, weiter, weiter! Bis am Ball! Gut, Junge! Mit Ansage, mit Ansage! Sroka! Sroka! Ganz stark, Junge! Du standst hier. Du standst hier. Darum geht's nicht. Es geht da, wo ich die Hand habe. Ja. So. So. Die liegen zurück. Ich muss. Das ist mir egal. Ich so. Bin ja. Aber wir haben noch ein bisschen. Hier. Nein. Nee, nee. Es war innerhalb. Bitte. Bravo. Ja. Die Zuschauer wollten den sehen. Ja, ja. Ja. Ist eh vorbei. Ist eh vorbei. Den hat er. Ja. Sieben. Du, ich pfeife sowieso noch einen Elfmeter, bevor es muss unentschieden ausgehen. Ich pfeife sowieso noch einen Elfmeter, es muss unentschieden ausgehen. Oder ja. Ja. Und lass die Hände raus, hey! Da drin. Ja, genau, so, jawohl. Stark, Torwart. Noch ein Lameck. Der geht noch besser, bitte. Und Lameck, so toll du kannst, Junge. Ne? Oh, stark. Lauf zurück jetzt. Weiter, weiter, bis am Ball. Stark. Durchs Auge. Oh, schade. Schade. Ja, ja, sorry. Knapp fünf noch, knapp fünf noch. Weiter, weiter. Beide, weiter. Stark!
Super durchgesetzt, Digga. Schönes Ding. Und nochmal Ecke gekommen. Geile Ecke aber. Und Abstoß. Abstoß, jawohl. So, Orange, 3 Minuten noch. Kommen alle nochmal. Der Ausgleich. Genau, der Ausgleich liegt in der Luft. Bitte? Oder nächstes Tor. Ja. Das kostet, ey. Das kostet, du. Normalerweise. Also, hey, Nummer 77. Für den Ball darüber, über das Tor. Ja. Die einzige gelbe, du, weil er so, ne? So, komm nochmal. 90 Sekunden, Jungs. Weiter, 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 komm! So, komm. Wo bring ich nochmal? So, komm, ein Angriff noch jetzt. Ein Angriff noch, komm. Es sollte nichts mehr sein. Herzlichen Dank. Klasse, danke schön. Jungs. Schönen Dank, danke. Hat Spaß gemacht. Klasse, mein Junge. Danke dir, mein Lieber. Jungs, hat Spaß gemacht, ne? Danke dir. Bernie. Vielen Dank. Bernie. Ja, schon. Souveräne Spielleitung. Ja, danke.
Schade, ich wollte. Rainer, Rainer, danke nochmal. Ja. Du, ich habe gehofft, dass die noch den Ausgleich machen. Ne? Aber, ja, die Strafschuss. Ja. Was soll ich denn machen? Ich habe alles gegeben. Nee, du, kannst du wiederholen, wenn du das machen. Ja, wollte ich auch noch. Ich soll die schießen, ich schieße eigentlich auch. Was? Mein Badelatsch. Das hätte ich auch mit dem Griff so mitbehalten. Ja, ich will auf dem Video sein. Ich laufe auf dich. An die All-Stars gegangen. Herzlichen Glückwunsch an das Team unter der Leitung von Olli Siegfeld. Bevor wir zur Pokalübergabe kommen, würde ich ganz gerne noch mal einen Menschen ehren und Jenny Jill, wenn ich euch einmal bitten darf. Ich habe da so, so einen Stoffbeutel dahingelegt, der ist ein bisschen unscheinbar. Es gibt nämlich gute Geister, die sich jedes Jahr immer wieder um die Grabstätte von Waldi kümmern. Und in diesem Jahr geht unser ganz besonderer Dank an Mario Glaser, der das Ganze hier aufgefrischt hat. Und vielen Dank, Mario. Leute, nutzt die Zeit ein bisschen, geht ruhig ins Gespräch. Die beiden haben mir versichert, das ist völlig in Ordnung. Sie selbst, das wissen wir alle und das geht uns ja allen nicht anders. Ist natürlich ein hochemotionaler Moment, aber erzählt ruhig, was euch mit Waldi verbunden hat. Sprecht mit ihm, sie würden sich sehr freuen. Insofern, vielleicht nicht mehr nach dem 10. Bier, dann hole ich euch da weg. Aber solange ihr noch gerade ausreden könnt, erzählt euch das immer. Also, jetzt einmal. Das machen wir als nächstes. Ich würde sagen, wir ehren noch mal jemanden aufgrund dessen, was hier alles angefangen hat. Und ich bitte nach vorne Markus Buffer-Grube. Der dritte Waldbecher Cup ist der allerletzte auf dem Spielfeld. Wir haben es heute wieder gemerkt, ohne die jungen Leute wäre es gar nicht so richtig gut gegangen. Andererseits kennen wir schon. So, und jetzt bitte ich einmal den eigentlichen Waldbecher Cup an Markus Buffer-Grube zu übergeben. Danke, Markus. Vielen Dank, Olli, dass du ihn nochmal wieder gesehen hast und geputzt hast. Andersrum jetzt gehen. Ein paar Fotos müssen sein. Wunderbar. Als nächstes Jenny Jill. Würde ich euch bitten, einmal den Waldbecher-Pokal an den Kapitän der All-Stars zu überreichen. Herzlichen Glückwunsch, Olli, zum dritten Mal. Danke für den Unterhalt. Keiner hat mehr Herz in dieser
abgeschimpft werde als du, Olli. Vielen Dank. Olli, stell das Ding weg. Ich möchte dich jetzt bitten, Olli, ich möchte dich jetzt bitten, nach vorne zu schreiten. Wir haben was getan, was jetzt vielleicht besonders viele Emotionen auslösen könnte. Wir haben Heidis Knobelbecher oben im Vereinshaus gefunden. Es ist keiner. Auch von ihm signiert. Darauf steht Heidi. Wann es weitergeht. Es braucht konspirative Treffen, mehrere Liter Bier an einem Abend, vermutlich zwei, drei Jahre lang. Und dann kommen wir mit einer neuen Idee. Vielleicht. Und vielleicht engagiert sich der eine oder andere von euch auch noch ein bisschen mit. Und dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Genießt das noch hier ein bisschen. Wir wollen nachher nach oben gehen noch. Sei dann auf. Wer den Abend ausklingen lassen will, ist herzlich eingeladen. Wir machen einfach noch ein bisschen Party. Bleibt erstmal noch hier am Platz. Viel Spaß an alle. Trinkt was. Es gibt immer noch die Möglichkeit. Oh, die Tombola, war die noch nicht? Oh, ich höre gerade. Es gab noch gar keinen. Haben wir sie nicht gebraucht. Sonst hätte ich etwas ausgegangen. Dankeschön. Gut. Seid ihr soweit? Spieler alle da? Dann hört, hört. Ruhe. Ruhe. Liebe Sportsfreunde, hier stehen wir wieder einmal völlig überwältigt, voller Dankbarkeit und Demut. Es fällt uns unendlich schwer, die richtigen Worte zu finden und zum Ausdruck zu bringen, wie sehr wir eure Unterstützung und Liebe schätzen. Jeder von euch hat auf seine eigene Art und Weise dazu beigetragen, dass wir heute hier sind und diesen besonderen Moment gemeinsam erleben dürfen. Am 20.01.2007 hat sich ganz plötzlich etwas verändert. Wir alle verloren an diesem Tag einen ganz besonderen Menschen. Papa, Jörg, Waldi, Dicker, die Nummer 9. Es sind mittlerweile schon 17 Jahre vergangen, aber ganz im Ernst, es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen. Gestern, als Papa nicht nach Hause kam, es an der Tür klingelte und ihr uns erzählt hat, was passierte. Oft wünschen wir uns, an dem Tag an seiner Seite gewesen zu sein. Doch durch das Schicksal wart ihr dort. Und wir können uns wirklich niemanden besseren als euch an unserer Stelle vorstellen. Er ist uns vorausgegangen, hat uns und den Rest der Welt verlassen, hinterließ dabei eine unglaubliche Leere und Fassungslosigkeit. Doch ab diesem Tag begann auch ein neuer Bund, denn ihr wart da. Ihr wart da, obwohl auch ihr mit euren Emotionen und dem Verlust stark zu kämpfen hattet. Habt uns nicht allein gelassen, euch um uns gekümmert, uns emotional und auch finanziell unterstützt. Wir wissen all das sehr zu schätzen und danken euch für eure Hilfe bei der Trauerfeier, dem Gedenkstein, für den Ausbau des alten Dachbodens, das Umsetzen der schweren Metalltreppe und für noch so vieles mehr, was ohne euch nicht möglich gewesen wäre. An die Besuche bei uns zu Hause denken wir unheimlich gerne zurück. Eure Präsenz war für uns immer zu spüren. Wir wussten, wir können immer auf euch zukommen, wenn etwas ist. Besonders gern denken wir an den Moment, wenn wir euch am 20.01. an seinem Grab treffen. Und wenn wir euch nicht treffen, dann lassen wir die hinterlassene Kohle. Die noch brennende Kette.
hinterlassene Cola, die noch brennende Kerze und den Maßregel vorfinden. Und die ganz genau wissen, ihr wart da. Auf diversen Plattformen können wir uns an wunderschönen Zeilen und Bilder von euch an ihn erfreuen. Wir schauen uns diese wirklich immer und immer wieder an und sind jedes Mal aufs Neue gerührt davon. In unserem Umkreis kennt jeder eure Aktion. Wenn wir ihnen davon voller Stolz erzählen, sind alle überwältigt und zutiefst davon berührt. Uns ist noch niemand über den Weg gelaufen, der so etwas geschenkt bekommen hat, wie wir es haben. Eine Mannschaft unbezahlbarer Engel. Es ist uns eine große Ehre, vor so vielen wunderbaren Menschen umgeben zu sein, die uns auf unseren Weg über all die Jahre begleitet haben. Man könnte meinen, wir wären die Tochter eines berühmten Rockstars, während wir völlig ahnungslos und verschlafen durch das Einkaufszentrum und Farben schlenderten, fiel uns direkt das Poster von Weidenbecher Cup ins Auge. Das kam so unerwartet und beeindruckte uns wieder mal, wie auch schon in den Jahren zuvor. Wir erinnern uns noch genauer, als am 22. Mai 2015 per Facebook die Nachricht zum ersten Weinbecher Cup kam. Wir wurden gefragt, ob wir kommen würden, um nach dem Spiel den Weinbecher Wanderpokal zu verleihen. Zu dem Zeitpunkt konnten wir uns noch nicht annähernd vorstellen, was am 30. Mai 2015 auf uns zukommen würde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufgeregt und voller Vorfreude wir jedes Mal waren und das auch heute noch sind. Nie werden wir vergessen, als wir durch das Tor kamen und sahen, wie jeder einen Maßriegel in die Hand gedrückt bekommen hat. Nie werden wir vergessen, als wir vor der riesengroßen Torwand mit Papas Foto standen und es sich anfühlte, als stehe er vor uns. Nie werden wir vergessen, auf wie viele wundervolle Menschen wir hier trafen. Lauter Menschen, die kamen, um unser Papa zu ehren. Nie werden wir vergessen, wie viel Liebe ins Detail gesteckt wurde. Die Nummer 9, egal wo wir hinschauen, sie ist überall. Bisher konnten wir euch nicht richtig für all das danken, denn wenn wir durch dieses Tor gehen, sind wir plötzlich wieder die kleinen verschämten Mädchen am Spielfeldrand, die vor den großen erwachsenen Männern stehen. Doch ihr sollt unbedingt wissen, wir sind euch unglaublich dankbar. Heute ist für uns einer der schönsten Tage in unserem Leben, denn wir sind heute wieder hier, hier bei euch. Und wir dürfen uns unseren Papa dank euch noch einmal ganz nah fühlen. Wir fragen uns häufig, wie er heute aussehen würde. Und wenn wir in eure mit Würde gereichten Gesichter schauen, können wir uns das sehr gut vorstellen. So sehr wünschen wir uns, dass wir uns das nicht ausmalen müssten, sondern dass er jetzt hier wäre und sein Pöbeln, ich glaube es nicht, über den ganzen Platz teilen würde. Heute ist für uns aber auch ein sehr trauriger Tag. Wir haben Bammel, denn heute ist der letzte Weidenbecher Cup. In Dankbarkeit für all die Unterstützung und Liebe, die wir erfahren durften, möchten wir abschließend sagen, es sind die Menschen wie ihr, die unser Leben so besonders machen. Wir sind unendlich dankbar für jeden Moment, den wir mit euch teilen dürfen. Mögen unsere Verbundenheit weiterhin wachsen und stets Kraft und Freude schenken. Danke, dass ihr an unserer Seite seid.